Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdoms of Amalur. Guckt mal, wo wir hier sind. Wir sind hier in der Taverne zum Blauen Bären in Emaire. Und was hat uns hierher verschlagen? Genau dieser Typ, der da vorne rumrennt. Otwald Bynotas. Oder Otwal ohne D am Ende. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sollten wir für den Typen hier die Notizen von den Magiern oder was es auch immer war sammeln. Und Historiker sind es. Genau, deswegen verlesen wir die eben und dann geben wir sie ihm. Ewald haben wir hier. Im Jahr 1230 kam König Ysa in Dalentat an die Macht. In seinen früheren Jahren bereiste Ysa Alfaria und Forentmar und gab sich als Hironar aus. Bei seiner Rückkehr in den Westen versammelte er eine große Schar Volksleute als Kriegsherr und Wissensgelehrter und bald begann er einen Feldzug zur Eroberung und Vereinigung der weit verstreuten örtlichen Feingruppen. Nachdem er Dalentat erfolgreich erobert hatte, formierte er diese örtlichen Clans in den drei großen Häusern des modernen Lichtfeinhofs neu und brachte die Zivilisation in die Feinkultur in die westlichen Feinlande. So, wen haben wir denn hier? Gottsturm, die Gedanken Dulstats. Anschließend herrschte Lord Ysa über viele Jahre des Friedens hinweg in Dalentat, bis die Feingruppen des östlichen Klurikons sich unter dem Banner des großen Kriegsherrn Ohn versammelten, Eratel plünderten und dann Dalentat angriffen. Lord Ohn verabscheute die Lichtfeine und nannte sich und seine Anhänger die Dunkelfeine. All die magischen Energien der Feinen wurden auf diese einzige verzweifelte Unternehmung des Krieges gerichtet. Das Land und seine Früchte waren vernachlässigt. Felder und Wälder wurden verwüstet. Zum ersten Mal sah das gesamte Feinvolk sich mit Elend und Hunger konfrontiert und der Konflikt wurde der verdorrende Krieg genannt. Die kriegerischen Feinde des Ostens besiegten die schwächeren friedensliebenden Feinde des Westens in jeder Schlacht, bis Lord Ysa die Feinarmeen von Lord Ohn auf die Ebenen lockte. Über die Geschichte und das Wesen der Feinen. Im berühmten Gottsturm, auch verdorrender Krieg genannt, nahm Lord Ysa den uralten, verfluchten Talisman des Schicksals an sich. Ein mächtiges, aber gefährliches Artefakt, das von dem Clan-Champions der Lichtfeinen aus dem Zeitalter der Helden stammte. Ysa traf im Nebel und Treibsand der schattigen Ebenen auf Lord Ohn und seine Kriegsbande. Lord Ysa, Lord Ohn und ihre Kriegsbanden kämpften stundenlang, bis die meisten ihrer Anhänger tot und Ysa und Ohn beide schwer verwundet waren. Schließlich wurde Ysa tödlich verwundet und Ohn, im Glauben der Sieger zu sein, ließ Ysa allein zum Sterben zurück. Doch der schwer verwundete Ysa gab seinen Pagen den Talisman des Schicksals und ließ ihn Ohn verfolgen. Der Talisman des Schicksals. Später wurde die Leiche von Lord Ohn entdeckt. Tot, nackt, seiner mächtigen verzauberten Rüstung und seiner Waffe beraubt. Lord Ysa überlebte die Schlacht, starb aber wenige Tage darauf, nachdem er in den Gärten der Lichtfeinde den Sieg verkündet hatte, die später in Gärten von Ysa umbenannt wurden. Vor seinem Tod befahl Lord Ysa, dass die Ebene nach den Pagen und dem Talisman des Schicksals durchsucht werden sollten, doch keiner der beiden ward je gefunden. So. Das sind die Historikernotizen zum Göttersturm, dann geben wir sie doch mal direkt ab. Heute ist wahrlich ein Freudentag. Die gewaltigsten arbeiten an einem Ort. Ewald, Dulsten, ihr bewirkt wahrlich Wunder, mein Freund. Hier sind einige Geschenke für euch. Nehmt sie. Verglichen mit euren guten Taten verblassen sie natürlich. Aber sie sind alles, was ich habe. Das ist schon in Ordnung, Otwald. Dankeschön und auf Wiedersehen. Genau, auf falsche Taste gedrückt. Hallo? So, dann haben wir die Aufgabe abgegeben. Dann wollen wir als nächstes doch mal zu Derfel. Übrigens, schlechte Neuigkeiten. Ich habe ja gesagt, ich würde offscreen einmal nachschauen, wegen der Relikte, die wir in den Lyria-Tempel von Rathia bringen müssen. Ach ja, stimmt. Laden, wenn man nicht in der Hauptwelt ist. Habe ich vergessen, dass das lange dauert. Hätte ich dran denken sollen. Ja, gar nicht mal so einfach, wenn in der Kandrian-Feste, wo eigentlich eins sein sollte, keins platziert wurde von den Spielemachern. Ganz schön doof gelaufen. Ja, es gibt kein sechstes Relikt. Man findet wohl im ganzen Spiel nur fünf. Ich habe echt alles nochmal abgesucht, bis ich mich dann entschieden habe, in die Wiki zu gucken. Und dann dort steht, ja, in der Kandrian-Feste sollte einer sein, ein Relikt, aber da ist nichts. Naja, und dementsprechend ist es uns nicht möglich, das zu machen. Wir werden das fünfte tatsächlich noch in Riten finden, wenn wir dann da einmal waren. Aber, ja, leider mehr nicht möglich. So, Derfel, du komisches Typ, Viech. 8 Aufgaben, ey. Ich glaube, wir haben jetzt 5 wahrscheinlich, wenn das jeweils als eine gezählt hat. Ah, ihr seid zurück. Eure siebte Arbeit wartet schon auf euch.
Die von euch gesammelten Gegenstände ergeben zusammen den Amrüntischen Reif, die Krone der Könige von Kandrian. Eure siebte Arbeit besteht darin, diese Krone wieder zusammenzusetzen. Stimmt, Höllenfluch, den habe ich vergessen. Der Amrüntische Reif? Es ist eine alte Krone für alte Könige. Mehr möchte ich darüber nicht sagen. Und wie setze ich den Reif zusammen? Es gibt nur einen Ort, wo der Amrüntische Reif wieder zusammengesetzt werden kann. Onarach. Sucht eine Feien-Gemmenschleiferin namens Handy und sagt ihr, dass ich euch schicke. Sie wird euch dabei helfen, den Amrüntischen Reif wieder zusammenzusetzen. Ah ja, okay. Lebt wohl. Onarach, also. Gut, also müssen wir nach Onarach. Das war ja 100 pro eine der Örtlichkeiten, wo wir uns bisher noch nicht reingetraut haben, wo ich mich bisher noch nicht reingetraut hatte, weil ich nicht wusste, Onarach müsste das hier sein, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist das Zwielichtgesträuch, da müssten wir auch noch rein. Da waren wir drin, bitte, da waren wir auch überall drin. Borstendorn, da müssten wir eigentlich nochmal rein. Ich glaube, Onarach ist das hier, was direkt hinter Mel'Aglir liegt. Ich will einmal hier schauen. Übrigens habe ich es natürlich getan, wenn wir mal auf die Fähigkeiten... Nee, nicht auf die Fähigkeiten. Ach, kann auch sein, dass es hier ein bisschen umgestellt wurde. Weiß ich nicht. Aber wenn wir hier einmal auf die Talente gucken, wir haben jetzt... Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war, glaube ich, Gemschleifen, Handeln und... Ah ja, Überzeugung war es, genau. Die drei haben wir uns natürlich geholt, wenn ich das einmal offscreen probiert habe. Richtig, richtig. So, dann die Quests. Derfels Laboratorien, den Amaryntischen Reif, genau. Hier müssen wir das Zeug abgeben, das leere Buch lesen. Eigentlich könnten wir das Buch mal eben schnell lesen. Und dann können wir auch mal die Lapiduswurzel, genau. Das Zwielichtgesträuch. Okay. Wo müssen wir denn da hin? Oh. Da müssen wir einmal quer durch die gesamte Welt, wie es mir scheint. Na gut, sollten wir hinbekommen. Trotzdem will ich erstmal das Buch lesen. Den Omnibus Arcana. Boah, es wird Zeit, dass wir endlich die ganzen Items loswerden. Meine Fresse. So. Lektion 2. Im Hof habt ihr die ersten drei Grundsätze der Methodik gelernt, die der Einheit, Harmonie und Disziplin. Diese drei Grundsätze bilden das Fundament der Ausbildung jedes Schülers, so wie die Brücke das Fundament Ratiers bildet. Die Brücke ist ein Vermächtnis der Standhaftigkeit und Entschlossenheit. Ursprünglich erreichten die Alpha, die sich an der Tyvilli-Küste niederließen, die Felsnadel mit einem kleinen Schiff oder Ruderboot. Diese Reise war gefährlich, viele Boote zerschellten an den Felsen. Die Brücke wurde schon früh während des Baus von Ratia errichtet, durch die gemeinsamen Bemühungen der Dokhalfa-Siedler. Die Ratia-Brücke lehrt euch zwei Lektionen. Die erste ist eine Fortführung der Einheit, denn hier werdet ihr Zeuge dessen, was erreicht werden kann, wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Die Ratia-Brücke ist ein Symbol der Dokhalfa, ein Symbol der Hartnäckigkeit und Loyalität. Die Erhabenheit Ratiers ist aus der Ferne zu sehen, doch steht man erst auf der Brücke, sieht man die wahre Schönheit der Stadt. Der Bau Ratiers war nur möglich, weil viele Einzelne unter schwierigen Bedingungen zusammengearbeitet haben. Sie haben eine der elegantesten und aufwendigsten Städte errichtet, die den Alpha bekannt ist. Deswegen verkörpert die Ratierbrücke die Lektion des Grundsatzes des Beweises. In jedem Wissen liegt immer ein Beweis dieses Wissens. Seht euch die Ratierbrücke an und erlebt den Beweis von Elianor Breas Einheit. Die zweite Lektion ist der Grundsatz der Dualität. Diese Brücke dient als Eingang und als Ausgang für Ratier und für die Tyvilli-Küste. Ihr entscheidet, mit eurer Entscheidung beleuchtet ihr den anderen Aspekt dieser Lektion, die Wahlfreiheit. Eure Studien in der Scholia Arcana werden anstrengend sein, eure Lehren werden streng sein. Manchmal werdet ihr das Gefühl haben, als hättet ihr nicht die Freiheit, eure eigenen Interessen zu folgen. Doch diese Brücke spiegelt diese Dichotomie wieder. Dichotomie, geiles Wort. In einer Richtung... Dichotomie wahrscheinlich. Die als zwei... Egal. In einer Richtung liegt eine historische Stadt des Wissens, die Schönheit und der Schönheit und der Künste. In der anderen liegt die Tyvilli-Küste. Ein blutgetränktes, vom Krieg geplagtes Schlachtfeld, das einst ein Landstrich idyllischer Bauernhöfe und Fischerdörfer war. Beide Pfade führen zu einer Erkundung der größeren Welt jenseits der Tore von Ratier. Ihr seid einzigartig in unserem Orden, denn ihr habt die Fähigkeit, euer eigenes Schicksal zu bestimmen. Nutzt eure einzigartige Fähigkeit, indem ihr die Dualität in allen Dingen erkennt. Wenn ihr über diese Lektion ausreichend meditiert habt, geht zum Dorf Mel'Aglir in Kandrian. Okay, Mel'Aglir, das trifft sich ja eigentlich ganz gut, da müssen wir ja sowieso hin für Derfel. So, aber ich würde sagen, wir begeben uns jetzt erstmal... Ich glaube, am schnellsten ist es, wenn ich uns zum Flüchtlingslager porte. Eieieiei.
was wir alles zu tun haben heute in der Folge. Das ist schon nicht mehr lustig. Ich drücke jetzt immer auf Steuerung. Es tut mir leid zum Rennen. Ich habe die letzten beiden Tage mit Lizzie Minecraft gespielt und da ist Steuerung Rennen. Oder Doppel-W, aber ja. Deswegen drücke ich gerade die ganze Zeit auf Steuerung, wenn ich ein bisschen schneller laufen möchte. Entschuldigt bitte. So, dann einmal hier einfach schön um die Ecke. Da oben. Da haben wir es doch. Ach, gucke an. Da standen wir doch schon mal davor. Erinnert ihr euch? Und da haben wir uns gefragt, wofür könnte das hier wohl gut sein? Für heiliges Wasser ist wohl die Antwort. Gut, das nächste ist irgendwie hier zwischen. Und dann haben wir noch hier direkt... Na komm, dann gehen wir jetzt mal nach Dolph Arne, holen uns die zweite und dann gehen wir ins Zwielichtgesträuch, gehen da rein. Vielleicht ist die Lapiduswurzel da auch gleich noch in der Nähe. Viel zu tun, viel zu tun. Ach, ich drück schon wieder auf Steuerung. Ey, was ist das denn? So. Einmal hier nach unten. Der ist ja immer noch da. Sehe ich gerade auf dem Minimap. Wollte der nicht nach Melsenschir? Aber es fährt ja gerade nichts nach Melsenschir, also okay. Es sei dir verziehen. Na, Klüet. So. Nummer 2. Sehr schön. Dann Zwielichtgesträuch. Und am besten gleich die Banscha-Inpriesterin wegklatschen. Für die Schulja. Hinein. Und dann haben wir hier dann auch den letzten Dungeon erforscht, wenn wir hier fertig sind. Warum man dahinter zu dem Blutwurz sollte, ist... Ey, ist eine gute Frage, wollte ich gerade sagen. Mach's gut. Looten mache ich auf dem Rückweg. Ihr seid schnell, ihr blöden Biester. Also sowas hier loote ich auf dem Rückweg, ne? Ach, das loote ich auch auf dem Rückweg. Ich mache erstmal kaputt und dann... Haha, jetzt war ich schneller. Pech gehabt. Aber der hat auch ein bisschen mehr ausgehalten. So, ich liebe diese feinen Höhlen. Wie diese magischen Blüten dann immer aufgehen. Zwei sind tot. Drei sind tot. Na komm, ich nehme es jetzt einfach mal schon mit. Hm? Ausnahmsweise loote ich mal jetzt. Ja, ich war auch beispielsweise im Mondlager, als ich das offscreen gemacht habe, um da mal die ganzen geklauten Sachen wieder besser einzusortieren. Oh, schon wieder tot. Ja, einfach, dass wir da wieder nicht geklaute Sachen drin haben. Ich habe die ganzen billigen Schmiedereagenzien verkauft, einfach damit wir da auch wieder ein bisschen mehr Platz im Beutel haben. Nicht, weil ich jetzt Platz im Beutel im herkömmlichen Sinne wegnehmen würden, einfach weil es so unendlich dauert, bis wir nach unten gescrollt haben. Deswegen, ich hab relativ viel gemacht. Während der kurzen Pause jetzt zwischen den beiden Folgen. Da war eine Mine. Ich kann nicht mitbekommen, dass da eine Mine war. So, da ist die Banscha-Priesterin. Darf doch auch gerne sein, ne? Hey, lass den Scheiß. Ah, er lebt immer noch. So, jetzt lebt sie nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Und der lebt auch nicht mehr. Gut. Aus 2. Naja, 75. Ihr wisst ja, Maus 2 ist immer mein schlechtestes, was das angeht. Und irgendwie verzieht die Kamera manchmal hier. Normalerweise ist das ja immer, wenn Leute runterfallen, aber diesmal gab es hier nichts zum Runterfallen. Ach, was weiß ich, ist egal. Wir haben das Zwielichtgesträuch geklärt. Jetzt müssen wir nur noch auf dem Rückweg die Items mitnehmen, die wir liegen gelassen haben. Ist auch mal schnell, ne? Wenn man weiß, dass man keinen Rundgang machen kann, dass man erstmal hingeht, alles klärt und dann auf dem Rückweg die ganzen Items mitnimmt. Ist auch mal angenehm. Mal was anderes. Hey, kannst du Items mitnehmen, sag ich. Da muss ich auch die weißen Dolche mitnehmen. Toll. Hätte ich liegen lassen können. So, hier hatten wir einen drin liegen. Der hat aber nichts gedroppt. Boah, hier überall diese Morgan-Eier. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Müssten wir eigentlich alle verbrennen oder sowas.
wenn wir die Murgern loswerden wollen. Aber wir sind kein Hexer. Wir sind ja eigentlich nicht dafür ausgebildet, die ganzen Monster loszuwerden. Die haben auch alle nichts gedroppt. Aber sein Speer ist bis hier hinten geflogen. Auch nicht schlecht. Na gut, das hätten wir. Die Banschain-Priesterin ist tot. Jetzt kann man wieder in das Zwielichtgesträuch gehen. Jetzt haben wir hier noch... Da ist die Lapidus-Wurzel. Dann holen wir die doch auch mal direkt. Wenn die gleich hier um die Ecke wächst, bevor wir das letzte Wasser holen. Da ist doch gar nichts. Ach, dieses kleine Ding. Gut, haben wir. Okay, okay. Gut, da hänge ich mich wieder an Wurzeln fest. Als nächstes das letzte Wässerchen noch abholen. Diese ganzen kleinen Quests hier endlich mal erledigen. In den letzten beiden Folgen alles angenommen. Jetzt mal alles loswerden. Wird Zeit. So, bei den Feinteichrätsel anscheinend. Na du? Du kannst mir ehrlich gesagt mal gestohlen bleiben. Ich will eigentlich gar nichts von dir. Wenn du jetzt rumdrehst, wirst du überleben. Ist ja nicht so, dass wir... Ach, jetzt dreht er doch rum. Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so, dass wir ihn gewarnt hätten. Okay, das hätten wir. Das heißt, hier müssen wir zur Priesterin zurück. Da müssen wir nach Mel'Aglir für das Buch. Hier müssen wir... Genau, das müssen wir abgeben. Den amryntischen Reif. Dafür müssen wir nach Mel'Aglir. Dafür müssen wir nach Mel'Aglir. Okay, das ist wahrscheinlich nur ein Rad hier, schätze ich mal. Ich schaue mal eben auf die Karte. Ja gut, das ist nur ein Rad hier. Gut, dann... Nehme ich mir mal... wo ist es denn? Da, der fürs Laboratorien. Und dann begeben wir uns nach Mel'Aglir. So, um einerseits... Ja, da müssen wir uns hinstellen. Hier einmal um die Ecke. Ich weiß zwar nicht, warum wir uns hier um die Ecke hinstellen müssen, um das Buch zu aktivieren, aber gut. So. Da haben wir den Omnibus Arcana aktiviert. Und hier haben wir Onarach den Dungeon ohne Schnellreise. Das dachte ich mir ja. Und da ist das nette Feienfräulein. Hallöchen, wie reparieren wir denn den amryntischen Reif? Ich bekomme hier in Onarach nicht oft Besuch. Worin besteht euer Anliegen? Ah, ich muss diesen... Derfel schickt mich, ne? Amryntischen Reif und so. In der Tat. Ich spüre die Macht, die von den Gegenständen ausgeht, die ihr bei euch tragt. Gebt mir etwas Zeit und ich setze den Reif wieder zusammen. Bitte sehr, nehmt ihn mit meinem Segen. Okay, danke. Derfel ist ein sehr alter Freund von mir. Allerdings habe ich seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Es ist schön, endlich mal wieder etwas von ihm zu hören. Ich kann euch mit euren Gelmen behilflich sein, wenn ihr es wünscht. Nö. Nichts wirklich Interessantes. Nur eine einsame Gelmenschleiferin. Okay, lebt wohl. Ich befreie euch mal noch hier von diesem Gesocks, was hier steht, ne? Und von eurem weltlichen Besitz. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. War grad einfacher. Hey! Ja. Also, ich habe das Gefühl, wir sind wirklich ein bisschen überlevelt. Wir sind halt auch einfach schon... Und bedenkt mal, wir spielen einfach schon auf Extrem, ne? Hey, wir sind einfach schon... im Level... fast Level 31. Uns fehlen nur noch 10 Level-Ups. Dann... sind wir am Ende des Spiels angekommen vom Level her. Und wie viel fehlt uns noch? Ich meine, wir haben zwar die Eratel-Ebenen eigentlich schon komplett erkundet, aber da ja wirklich nur erkundet, die Hälfte der Quests gefühlt fehlt uns ja noch. Vor allem die Gruppierungsquests haben wir uns ja bisher noch nicht dran gewagt, weil ich die ja jetzt im Gesamten machen wollte, damit man da nicht rauskommt bei den Questlines. Bleib mal weg. Du brauchst nicht zu explodieren. Ja, also da fehlt uns noch ganz viel. Dann haben wir die Hauptquest nicht angefangen. Wir sind in Rat hier noch lange nicht fertig. Und wenn wir mal auf die Weltkarte gucken, haben wir dann noch die Türe komplett. Chlurikon, Alabastra und ein DLC. Und das andere DLC, was gerade in Entwicklung ist, was ja irgendwie das Aushängeschild mit von Re-Reckoning ist, das haben wir dann ja auch noch nicht gemacht. Deswegen ist es eigentlich echt krank.
Ja, ich mach das nicht so. Hey. Hallo. Also langsam reicht's mir. So. Und nochmal. Gut. Ich wollte das unbedingt mit der Schattenfackel machen. Ach, ich drück schon wieder auf Steuerung. Mann. Gut, das wäre ohne Rach gewesen. Das heißt, komm. Wir lesen erstmal das Omnibus Arcana wieder. Omnibus Arcana. Da ist es. Lektion 3. Mel'Aglia liegt im Herzen Kandrians, dem Land, das nach der Familie benannt ist, die seit Generationen dort herrscht. Das Dorf wird gegen Tuatha-Angreifer, Banditen und die wilden Feinde, die durch die Ära der lebenden Streifen gut verteidigt. Kandrian wird durch viele Gefahren bedroht und die Könige und Lords, die dort regieren, müssen immer auf Konflikte vorbereitet sein. Die Lektion, die in Mel'Aglia zu lernen ist, ist der Grundsatz der Vorbereitung. Seit Jahrhunderten ist die Kandrian-Feste eine Bastion der Stärke für die Alpha. Die frühen Könige Kandrians beschützten ganz Eratel vor der Gefahr einer Invasion durch die Durek oder die Jotun. Die Kandrian-Feste war die einzige Festung, die Ciara Sydanus' Macht überlebte. In Zeiten der Krise nahmen die Könige von Kandrian die Dorfbewohner in den Mauern ihrer Feste auf. Die Kandrian-Wache und eine Miliz hüteten in den Dörfern und im ganzen Land zusätzlich den Frieden. Die Bürger Kandrians waren immer vorbereitet und konnten daher überleben. Das Überleben Mel'Aglias belegt, wie wichtig die Vorbereitung ist. Während die früheren Lektionen den Erfolg in der Scholia Arcana begünstigen, wird diese Lektion euch helfen zu überleben. Schüler der Scholia Arcana sind oft dramatisch unvorbereitet darauf, mit Magie umzugehen. Die Magie ist eine unberechenbare und gefährliche Macht für törichte Experimente. Gefährliche Macht. Für törichte Experimente ist in unserem Orden daher kein Platz. Wer diese Lektion nicht verinnerlicht, wird Schaden erleiden und unwissentlich auch anderen Schaden zufügen. Mel'Aglia ist eine Warnung für alle, die sich in die Geheimnisse der Magie stürzen möchten. Bereitet euch angemessen vor oder tragt die Konsequenzen. Wenn ihr bereit seid, zieht weiter in die ländlichen Gebiete von Kandrian. Okay, das machen wir. Wir müssen ja eh Derfel besuchen. So. Mach es gut, Fräulein Feier. Handy oder so hieß die ja. Und ich muss eben mal schauen. Wir sind jetzt bei 22 Minuten. Das heißt, okay. Bei 22 Minuten und 22. Das kann ich mir gut merken. Wenn ich auf die Uhr geguckt hätte, dass ich Punkt angefangen hätte und Punkt um, das wäre praktisch gewesen. Naja, hab's mir nicht gemerkt. So, Derfels Haus ist das nächste. Und den amaryntischen Reif abgeben. Und dann fehlt eigentlich ja auch nur noch eine einzige Aufgabe von ihm. Dann hätten wir das geschafft. Derfel, bitteschön. Der amaryntische Reif. Ich würde ja gerne einen Vortrag über diese ereignisreiche und schmutzige Geschichte dieser Krone halten, aber dafür ist keine Zeit. Denn wisst ihr, ein Mann namens Keurig Shaster hat euch bis hierher verfolgt. Er und seine Söldner warten draußen und dürsten nach meinem Blut. Wie haben sie euch denn gefunden? Ich muss gestehen, die Arbeiten, die ihr für mich erledigt habt, dienten nur einem einzigen Zweck. Ich habe auf den Tag gewartet, an dem ich Keurig endlich wieder entgegentreten kann. Ich habe euch die Arbeiten angetragen, um mich für diesen Kampf zu wappnen. Sie sind euch zu mir gefolgt, genau wie ich gehofft hatte. Und jetzt brauche ich eure Hilfe, um sie zu bekämpfen. Und wer ist Keurig Shaster? Das ist der Mann, der meine Frau Jera ermordet hat. Als Matic Stacey ihn angeheuert hatte, mich zu töten. Keurig trachtet mir schon lange nach dem Leben. Und jetzt hat er umso mehr Grund dazu. Er will, dass die Wahrheit über Jeras Tod mit mir stirbt. Und könnt ihr das nicht alles bereinigen? Mit Keurig gibt es nichts zu bereinigen. Er oder ich, das ist alles. Und jetzt geht und stoßt draußen zu mir, damit wir unsere Gäste begrüßen können. Dann bis später. Na gut, das kriegen wir hin. Auf den Kampf vorbereiten. Ein letztes Kämpfchen für Derfel, dann sollten wir die Questreihe also erledigt haben. Das sieht doch gut aus. Das kriegen wir hin. Nach dem Ladebildschirm. So. Mit Keurig Shaster kann man nicht vernünftig reden. Wir müssen ihn jetzt töten. Okay. Ach, schon gut. Es endet doch. So, wie der aussieht. Ja, Keurig. Erstens bist du sowieso nur grau, wie ich gerade gesehen habe. Ey, das war meiner. So, Ende. Tschüss, Keurig. Die Söldner haben noch was. So, nehmen wir auch mit. Meisterhafter göttlicher Griff.
So, Derfel, sind wir fertig? Heurig Shasta hat mir seit 15 Jahren nach dem Leben getrachtet. Zum Glück ist der Dreckskerl endlich tot und ich kann den Rest meiner Tage mit Reisen zubringen. Kehrt zu meinem Haus zurück. Im Kamin findet ihr eine Geheimtür zu meiner Schatzkammer. Alles darin gehört nun euch. Okay, Derfel, mach's gut. Dann gehen wir mal in die Schatzkammer, die wir schon 3 Jahre lang gesehen haben und wussten, dass sie da ist, aber nicht öffnen konnten. Jetzt können wir. Oh, Goldklumpen. Goldklumpen. Naja. Goldklumpen. Helm der Küste. Mhm. Goldklumpen. Höllenfluch. Oh, ist das das richtige Höllenfluch? Höllenfluch. Eine der legendären Klingen eines Varani-Söldners, der nur als 3 Schwerter bekannt ist. Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt und sie ist verrostet. Das ist, glaube ich, der richtige Höllenfluch. Trotzdem cool, auch wenn es verrostet ist. Die sieht echt geil aus. Mann, Mann, Mann. Ich wünschte, man könnte irgendwie Lebenstrinker... Ach, eklig. Ich wünschte, man könnte ja mit... Wie nennt sich das? Transmogrifizierung? Heißt es doch in den ganzen MMOs oder ARPGs, dass man da einfach seine Waffen anpassen kann. So, Geheimtür machen wir wieder zu. Das war die Geschichte um Derfel. Damit sind die Laboratorien erledigt. 8 Aufgaben sind geschafft. Ging ja doch schneller als erwartet, oder? Gerade jetzt die Items eigentlich beschaffen, das ging mal schnell. So, wir haben hier noch da oben. Da oben wird sich das Omnibus Arcana wieder aktualisieren. Dann machen wir das doch einfach mal schnell. Ja. Um die Ecke gehen. Um die Ecke gehen. So. Hey, was soll der Scheiß denn jetzt? Das fand ich jetzt nicht gut. Mal den Frosty. Kiss es. So. Machet es gut. Also ich glaube, das Omnibus Arcana wollte uns gerade eben prüfen. Was anderes kann ich mir hier nicht vorstellen. So. 4x Gold. Kommt erstmal zum Plunder. Oh, Omnibus Arcana. Letzte Lektion. Ihr seid bei der letzten Lektion angelangt, die Grundlage der magischen Erkundung darstellt. Von allem, was ihr in der Scholia Arcana gelernt habt, wird die wertvollste Lektion der Grundsatz der Beobachtung sein. Die Beherrschung der Elemente oder die Fähigkeit, mächtige Magien zu beschwören, sind nutzlos, wenn ihr eure Umgebung nicht versteht. Eine jede Umgebung ist ein komplexes System ineinandergreifender Eigenschaften. Um in einem solchen System zu funktionieren, muss man seine Grenzen und Regeln kennen. Viele Mitglieder unseres Ordens werden kurzsichtige Akademiker, die nicht aus ihrem Kämmerlein kommen, zu sehr mit der Mehrung ihres eigenen Wissens beschäftigt, um es in der Welt anzuwenden. Andere führen ihre Forschungen ziellos in der feindlichen und unberechenbaren Welt durch. Beide Wege verhindern, dass man sein volles Potenzial erkennt oder erfolgreich entfaltet. Alle vorherigen Grundsätze sind nutzlos ohne die Beobachtung. Lernt eure Umgebung auf möglichst vielfältige Weise zu kontrollieren. Erforscht sie und beachtet alle anderen Lebewesen um euch herum. Mel'Aglir ist ein Beispiel für die Vorbereitung, aber auch eine Lektion in der Beobachtung. Das Dorf ist seit dem Anfang des Krieges verkümmert. Die Jungen wurden eingezogen, viele andere sind an sicherere Orte gezogen. Das einst friedliche Ackerland von Kandrian ist nun überlaufen von Banditen und Monstern, weil Kandrian sich in seiner Feste versteckt, wie so viele unserer zurückgezogenen Gelehrten. Auch der Grundsatz der Dualität liegt in der Beobachtung. Ihr habt die Freiheit, euer Schicksal zu bestimmen, und jede eurer Entscheidungen beruht auf eurer Wahrnehmung der Umgebung. Lord Kandrian weigert sich, die Tuatha zu bekämpfen, und er kann von seinem Platz hinter der Steinmauer keine weise Entscheidung treffen. Der Kampf, den ihr gerade ausgetragen habt, ist das direkte Ergebnis von Lord Kandrians mangelndem Verständnis des Grundsatzes der Dualität, vom Unkenntnis der vorherrschenden Bedingungen. Lord Kandrian existiert schon nicht mehr. Nettes Buch, aber okay. Die Beobachtung ist das wichtigste Werkzeug, mit dem wir Beweise entdecken. Sie erfordert Disziplin, um effektiv zu sein. Ihr mögt den Grundsatz der Beobachtung vielleicht weniger pflichtbewusst studieren als andere, doch wenn ihr nicht auf diese Schlacht vorbereitet gewesen wäret, wäret ihr zum Tode gekommen. Um vorbereitet zu sein, müsst ihr euch in eure Umgebung vertiefen und euch der Gefahr dieses Landes bewusst werden.
Um diese Prüfung abzuschließen, kehrt zu dem Gelehrten Idris Theonen zurück. Eure Zukunft mag außerhalb der Scholia Arcana liegen, doch ihr werdet davon profitieren, den Grundsätzen und Methoden unseres Ordens zu folgen, wenn ihr geprüft werdet, wo dies auch der Fall sein mag. Okay, dann hätten wir das alles erledigt. Wir haben ja noch eigentlich ganz viele Bücher, die ich lesen müsste, aber oh, ehrlich gesagt ist das jetzt gerade nichts, was ich unbedingt tun will. So, zurückbringen, wegbringen und da haben wir noch was in den Schächten von Rat jetzt zu tun. So oder so sind wir aber fürs Erste fertig mit draußen rumlaufen. Wir können wieder in die Stadt zurück. Halbe Stündchen hat es gedauert, die ganzen Quests draußen zu erledigen. Ich finde, das ist doch eigentlich ein ganz guter Schnitt. So, wo haben wir eigentlich? Das würde mich jetzt interessieren. Wir haben hier so viel zu erledigen. Einberufungsbefehl zustellen. Zu Idris zurückkehren. In den unteren Stollen also tatsächlich. Na gut. Trotzdem würde ich zuerst einmal... erstmal zu dem Händler da gehen, um die ganzen weißen Sachen wieder loszuwerden. Aber danach auch mal in die Kneipe gehen. Ja, ich bin weit gereist, weißt du doch. Hier, die kannst du haben. Den Scheiß kannst du haben. Den würde ich mir gerne angucken. Plus 20% Schaden mit Langschwertern. Oh, das ist ja geil. Ein uraltes Gottgeschenk und Stammeserbstück der früheren Varani-Siedler in den Feinlanden. Das ist schon richtig geil eigentlich. Aber der hat so wenig Rüstung, dass es sich leider einfach nicht lohnt. Deswegen kommt der einfach mal mit weg. So, hier kommt noch das Gold mit weg. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Schattenprismen. Gott, tschüss. Der Handel findet in der Prüderi statt. Ja, kann ja sein. Ist ja nicht schlimm, dass er dort stattfindet. So, hallo. Was haben wir denn hier eigentlich alles zu tun? Wir haben hier hinten einen Weg in die unteren Stollen, in Rathje melden, Einrufungsbefehle zustellen haben wir hier noch. Okay. Rathje-Bürger. Rowe Welrik. Rechnung. Wie geht es euch? Kellnerin. Warren Seawine. Und wen haben wir hier? Varani-Kaufmann, was habe ich denn gerade gelesen? Ach, der, Walenfurst. Okay, erstmal Warren Seawine, hallo. Ihr kommt von der Scholia Arcana, was? Wollt ihr mich blamieren? Ha! Und wenn schon, ich bin froh, dass ich abgewiesen wurde. Ich trinke sogar darauf. Diese Feiglinge haben mich weggeschickt. Aus Angst, dass meine Ausbildung schwierig werden könnte. Eines habe ich gelernt. Die Frauen hier sind wie die Nadel. Atemberaubend schön und unnahbar. Vor allem für einen Versager wie mich. Dann kennt ihr meine Schwester? Sie war fast genauso lange noch hier wie ich, ist mir ständig gefolgt. Ich hab's nicht über mich gebracht, ihr zu sagen. Für sie bin ich ein Held, dabei bin ich nur ein Säufer. Bitte sagt ihr nicht, was passiert ist. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Ich habe einen Einberufungsbefehl. Was ist das? Ah, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Armee mich aufspürt. Mein altes Pech. Darauf brauche ich noch eine Runde. Ich muss meine Sachen packen. Ah, Alison. Wie sage ich es meiner Schwester? Wo wird sie leben? Wie wird sie leben? Keine Ahnung. Mit meinem Sold kann ich für Alison sorgen, aber ich verlasse sie. Ich werde Geld schicken. Hoffentlich endet sie nicht in den Windungen. Sollen sie in ihren vornehmen Türmen schlafen? Auf mich wartet das wahre Leben. Ich denke nicht daran, hinter irgendwelchen Büchern zu versauern. Gut, leb wohl. Wen haben wir hier? Rowe Welkirk. Taverne zur feuchten Gischt. Speisen, Getränke und Betten für alle. So ist Rat hier. Auf den ersten Blick sieht man nichts als Wunder. Die Kratzer und Makel entdeckt man erst beim zweiten Hinsehen. Und auf den dritten Blick, durch die Risse hindurch, noch mehr Wunder. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was? Ein Zimmer? Wir haben Zimmer. Wenn euch Flöhe nichts ausmachen. Und die Laken könnten auch sauberer sein, aber ja, wir haben Zimmer. Nee, danke. Wie ihr meint, mir soll's recht sein. Ich kann eh gerade nicht, wie ich gerade gesehen habe. Das hier ist der einzige Laden in ganz Rathje, der nicht von einem Alpha betrieben wird. Der letzte Besitzer ist vor 3 Jahren gestorben. Die haben mir die Taverne überlassen, als sie merkten, dass ich seit 20 Jahren auf diesem Felsen lebe und arbeite. Hm. Gut, leb wohl, dankeschön. Wen haben wir hier? Kommodore Garrick. Aber von dem wollen wir erstmal nichts. Rathje Bürger, das ist die Quest. Das heißt, das mache ich gleich.
Haben wir sonst noch irgendjemanden Interessantes? Varani-Kaufmann. Rathierbürger. Nee, sonst nichts mehr Interessantes da. Hier können wir noch in die Unterschächte. Was mehr, Dietrich? Noch mehr Maibrunn, hurra. Hip hip hurra. So, in die unteren Stollen. Könnten wir den Maibrunn eigentlich da liegen lassen sollen? Das war doof. 100% Mittel. Ja, ich habe Schlösserknacken ein bisschen höher gebracht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie weit der Schwer es gemacht hätte, wenn ich es einfach automatisch aufgebrochen hätte. An die, alle Zivilisten. Dieser Brief trägt das offizielle Siegel der Tokalfa-Armee. Die freien Bürger der Nation, der Tokalfa und ihre tapferen Verbündeten bekämpfen die Tuata, auf dass alle einen sicheren und einen glücklicheren Frieden erleben können. Der Krieg wütet weiter und wir fordern alle mutigen Bürger auf, sich der Armee der Tokalfa anzuschließen. Ob ihr eine Klinge führen, die Verwundeten pflegen oder die Kriegsbemühungen auf andere Weise unterstützen wollt. Mit Lyrias Gnade werden wir siegen. Okay, gut. Oh, Bauernzeugs. Nee, können wir wie gesagt alles mitnehmen und zum Mondlager bringen, aber was bringt es uns? Da haben wir noch was, oh, was zum Lesen, endlich was zum Lesen. Kompendium 1 und über die Alchemie brauchen wir nicht. Abenteuer, welches Abenteuer fehlt denn? Abenteuer 8 fehlt! Ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben, das ist das letzte Abenteuer, was uns fehlt. Jetzt können wir endlich die Abenteuer... Oh nein. Schön, dass wir es haben. Scheiße, dass wir... Naja, dass es jetzt vollständig ist, weil wir jetzt so viel zu lesen haben. Na gut. Dieser Typ hier noch. Valen Forstid, was hast du denn für eine Aufgabe für uns? Stellt euch vor, gestern früh wache ich mit fürchterlichen Kopfschmerzen auf, ohne Hemd und mit einer Nachricht, dass ich in einem Duell antrete. Ich in einem Duell? Ich weiß nicht, wie ich da hineingeraten bin, aber wenn ich keinen Sekundanten finde, ist ohnehin alles hinfällig. Ein Sekundanten? Ohne Sekundanten kann man kein Duell austragen. Ihr denkt vielleicht, ein beliebter Kerl wie Valen, warum sollte er Schwierigkeiten haben, einen Sekundanten zu finden? Nun, wie es scheint, sind meine Freunde alle feige Trunkenbolde. Ihr wirkt alles andere als feige. Seid mein Sekundant. Ich bezahle euch. Ja, warum nicht? Lupoku sei Dank. Es gibt noch etwas, das ich erwähnen sollte. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen, um nichts in ganz Amalur. Deshalb habe ich einen Plan. Bevor ihr zu Daltan geht, das ist mein Gegner, sucht Gelfüne in den Windungen auf und fragt nach etwas Schattenrose. Sie wird wissen, was ihr meint. Geht dann zur Offiziershalle am Brandmal und streicht unauffällig etwas davon auf Daltans Schwertspitze, wenn ihr es inspiziert. Was soll ich gleich nochmal tun? Nachdem ihr von Gelfüne in den Windungen Schattenrose beschafft habt, müsst ihr in der Offiziershalle mit Daltan sprechen. Sagt ihm, ich sei bereit. Er wird euch sein Schwert für das Duell zeigen. Tupft etwas Schattenrose darauf und kommt dann wieder zu mir. Ihr habt gewiss von ihm gehört. Seit er aus Chlorikon zurück ist, reden alle nur von seinen Erfolgen auf dem Schlachtfeld. Früher redeten sie über meine Erfolge mit Töchtern aus hohem Hause. Ich schwöre, ich erinnere mich an nichts. Anscheinend habe ich Daltan Eames herausgefordert, den Kriegshelden. Ach der! Um die Ehre meiner Schwester zu retten. Ich glaube, mich daran zu erinnern, wie er mit seinen dicken Armen selbstgefällig in der Gischt saß und mich verspottet hat. Der ist das. Ich bin wohl dazu verdammt, in Melsenshir zu enden. Und ich würde mir lieber die Nase abschneiden, als ein Soldatenleben zu führen. Ich will Freiheit. Und ihr werdet mir helfen, sie zu bekommen, nicht wahr? Alles zur rechten Zeit, mein Freund. Alles zur rechten Zeit. Stolzer Sohn des Forstet Handelskontors. Mein Name ist Gold in jeder Spielunke und in jedem Bordell in Rathier. Und... nun, eigentlich darf ich Rathier nicht verlassen. Na ja, gut, lebt wohl. Für meinen Teil in dieser Arbeit. Duell-Sekundant. Genau, an die Quest konnte ich mich auch noch erinnern. Guten Tag, mein Freund. Guten Tag, Kumpel. Ich hatte... ja, ich fass das auch nicht. Nee, ich konnte mich erinnern, dass es diese Quest gab, aber... ach ja, der Stoffball, genau. Von Kevin... ich weiß nicht mehr, wie er ist. Wie er hieß, als er da... mit seinem letzten Atemzug. Meister der Zauber. Boah, nicht schon wieder dieser Lürgriff. Ich hasse diesen Kerl. Der ist so nervig. Und hier wächst irgendwie der Fels über die Treppe. Das hat man auch irgendwie seltsam gebaut, finde ich. Na gut.
Wir sind in der Oberstadt und was an der Oberstadt so toll ist, ist, dass wir hier natürlich noch 4 Aufgaben zum Abgeben haben. Unter anderem das heilige Wasser hier im Tempel der Lyria, was wir auch direkt machen werden. So. Hohepriesterin, wir haben das Wasser. Die Amphore ist voll? Gut, ich werde sie einstweilen verwahren. Ihr habt also gesehen, was Bayala Tirin sah. Und seid gegangen, wo sie einst ging. Höret nun, was unsere Prophetin uns lehrte. Aus dem eisigen Norden führte sie unsere Vorfahren über die Ebenen zum Schneeschmelzpass. Dort versprach sie, dass alle einen Platz finden würden. Erläutert das bitte? An der Schneeschmelzquelle hoch über dem Meer wandten sie sich um, die fernen Strände zu schauen, die sie verlassen hatten. Und ihre Herzen wurden schwer. Doch Bayala Tirin tröstete sie. Vergesst, was zurückliegt, sprach sie. Wir ziehen in eine neue Heimat, in der jeder einen Platz haben wird. Schließlich erreichten sie die Becken der Galafor-Ebene. Und sie lehrte sie, dass Lyrias Gnade sei, wie die Wasser, die sie umgaben. Mhm. Einige traten nun an das Wasser, um zu trinken und zu baden. Doch jene, die abseits standen, gerieten in Streit mit den Badenden. Das erzürnte Bayala Tirin. Und so sprach sie zu ihren Kindern, dass für die Quelle dasselbe gelte wie für Lyrias Segen, der jeden Mann und jede Frau gleichermaßen erreicht. Von der Quelle zogen sie weiter nach Osten, bis sie die Klippen erreichten und diese Nadel erblickten. Dort lehrte Tirin uns die 3 Gaben. Jedes Kind in Rathir kennt die 3 Gaben. Obdach, Segen und Hoffnung. Wer in Lyrias Stadt kommt, wird Obdach finden. Dieser Tempel gewährt jedem Besucher Lyrias Segen und das Orison. Und wir alle hoffen auf bessere Zeiten. Nun wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Ihr seid bereit für die 2. Aufgabe. Hurra! Was ist die 2. Aufgabe? Dienst. Jeder, der nach dem Orison strebt, muss Lyria dienen, indem er ihrem Volk dient. In eurem Fall einem Mann namens Noer in den unteren Stollen. Tag und Nacht beschmutzt er Lyrias Namen mit Unwahrheiten, weckt vor meinen Kindern Zweifel an seinen Worten. Verjagt den Ketzer. Verlasst euch dabei auf die Lehren der Reise. Soll ich sie noch einmal wiederholen? Nee, danke. Ich bin bereit. Gut. Dann geht und tut Lyrias Werk. Hurra. Und ich muss nur er wirklich in Vernunft bringen, ja? Heißt das nicht in Verruf bringen. Wenn ich es richtig lesen würde, würde ich es vielleicht auch verstehen. Ja. Geht in die unteren Stollen dieser Stadt, in denen er seine Lügen predigt. Fordert ihn heraus. Straft ihn Lügen, demütigt ihn und jagt ihn fort. Ich denke, die Lehren der Reise werden euch dabei helfen. Wollt ihr sie noch einmal hören? Nee, immer noch nicht, danke. Gut, dann geht und tut Lyrias Werk. Einmal reicht. Gut. Wenn ihr zunächst scheitert, seid beharrlich. Wir sind beharrlich. Zur Not bringen wir ihn um. Wir müssen alle Quests erledigen, auch wenn es für die dämlichen Lyria-Anbeter ist. Wobei, sie ist ja eigentlich nett. Und ich kann verstehen, wenn jemand Scheiße, die ganze Zeit nur Scheiße fabriziert, beziehungsweise Scheiße erzählt, dass man dann da was dagegen hat. Aber sie sagt doch selber, Lyria liebt jeden Mann und jede Frau gleich. Also jemand, der nicht an sie glaubt, würde auch von ihr geliebt werden. Das ist immer so das zweischneidige Schwert. Warum Wasser predigen und Wein saufen? So, hier ist es Lapidus. Malions Lippen bewegen sich und seine Augen zucken unter den Lidern. Sein Schlaf ist weder traumlos noch friedlich. Malion, das Lapidus geben. Ich hatte schreckliche Träume. Da waren kriechende Insekten. Etwas Dunkles, das sich näherte. Es kam mir vor wie Tage. Wie lange war es? Es waren wirklich Tage. Tage? So lange, wirklich? Das erklärt meinen Rücken. Und meinen Kopf. Ganz ruhig, ihr wurdet anscheinend vergiftet. Vergiftet? Ich erinnere mich. Eine Flasche recht guten Weins wurde geliefert. Ein Geschenk. Ich wollte ihn kosten und dann... Wo kann er sein? Er scheint unter das Bett gerollt zu sein. Es hat ihn wohl niemand bemerkt. Nehmt ihr ihn. Schließlich ist er ein Beweisstück. Und an mehr erinnert ihr euch nicht? Verzeiht mir. Es ist alles noch etwas verschwommen. Ich erinnere mich, dass Onfai den Wein brachte. Er sah gut aus, also wollte ich ihn kosten. Dann... Dunkelheit. Okay, Onfai. Mutter muss sich solche Sorgen gemacht haben. Bin ich einfach... eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht? Scheint so. Wie konnte ich nur so dumm sein? Jemand hatte ein Geschenk vor die Tür gestellt. Und ich habe es einfach getrunken.
Nachdem meine Schwestern in Chlorikon gefallen waren, war es vorbei mit meiner militärischen Karriere. Aber ich verstehe das. Immerhin lastet die Zukunft der Anwon nun allein auf mir. Kasyne und Villa waren beide viel älter. Ich weiß noch, dass sie groß, furchterregend und blond waren. Aber sie sind schon länger tot, als ich zurückdenken kann. Unsere älteste Hausdienerin. Sie umsorgte uns, als wären wir ihre eigenen Kinder. Okay. Schickt nach meiner Mutter, seid so gut. Machen wir. So, Koriana. Er ist erwacht. Lyria, sei Dank. Hier ist euer Gold. Doch die Angelegenheit ist noch nicht beendet. Findet den, der dies getan hat, und ihr bekommt noch viel mehr Gold. Das Gift war in den Wein gemischt? Zeigt es Apothekerin Revani unten auf der Pruderi. Mit etwas Glück kennt sie das Gift. Vielleicht sogar den Giftmischer. Okay, wo ist die Apothekerin? Ihr findet sie am Fuße der Nadel, in der Pruderi. Bringt ihr den vergifteten Wein. Wenn jemand helfen kann, dann sie. Dank euch wird Malion genesen und Haus Anwon fortbestehen. Der Lapidus hat ihn wiederbelebt. Aber solange wir kein Gegengift haben, ist er nicht gerettet. Genau wie Haus Anwon, bis der Giftmörder entlarvt ist. Aber das kriegen wir hin. Macht euch da gar mal keine Sorgen. So, allerdings nicht mehr in dieser Folge. Alles, was wir heute noch machen, ist zur Scholia gehen und dort auch noch die letzten beiden Quests abgeben, dass das Zwielichtgesträuch geklärt ist, dass wir den Omnibus Arcana gelesen haben. All dies geben wir ab und dann haben wir auch die Scholia Arcana schon beendet, zumindest die Nebenaufgaben, nicht natürlich die Hauptquest. So, erstmal hier rein, das Büchlein abzugeben. Und auch mal wieder ein bisschen mehr Platz dann im Inventar zu haben. So, Hallöchen, bitteschön. Alles erledigt. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr habt euch zumindest ein Stipendium für die Scholia Arcana verdient. Wollen wir mal sehen, was ihr gelernt habt. Worum ging es bei eurer letzten Lektion? Die letzte, das war Beobachtung. Ja, das ist korrekt. Ich sehe schon, auf euch wartet eine vielversprechende Zukunft in unserem Orden. Gut, lebt wohl. Lebt wohl. Entfernt, Omnibus Arcana. Quest gemeistert, ein fesselndes Buch. Sehr schön. Die hätten wir. Und dann hier noch die Feldforschung abgeben. Und dann treibt es uns wohl in der nächsten Folge in die Unterschächte von Rathir. Muss ja auch mal sein. So, Telemachus. Die Untersuchung war also erfolgreich. Hier, das ist für Reisekosten und andere Spesen. Gut, vielen Dank. Gut, gut. Da ist schon wieder einiges weggefallen und einiges neu. Hurra. Schattenrose besorgen. Also, das ist unten in der Unterstadt. Das ist in den... Und die vier hier sind alles in den im Untergrund, nicht nur in der Unterstadt. Also, viel zu tun in der nächsten Folge, wenn wir in die Unterstadt und dann in die Unterschächte müssen. Genau, aber wir kriegen das hin. Rathir wird Stück für Stück abgearbeitet, bis jedem geholfen ist, bis keiner mehr irgendwelche Sorgen hat und jeder zur Rechenschaft gezogen wurde. Also Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier können all die ausschalten, die nicht noch lesen möchten, beziehungsweise vorgelesen bekommen möchten. Denn ich will das Inventar ein bisschen weiter ausplündern, weshalb es nun an der Zeit ist, wenigstens Schatten von Stein und die Geschichte von Yolvan zu lesen. Kapitel 1. Yolvan ist eine seltsame Insel der Normalität im Herzen Dalentats. Umgeben von dem mysteriösen Oderrad, dem berüchtigten Netzwald und dem verzauberten Glendara, ist Yolvan vor allem als Bastion natürlicher Kreaturen in diesen Landen bekannt. Zwar stimmt es, dass man hier Bären, Wölfe und Antilopen antrifft, doch ist das Gebiet bei weitem nicht frei von magischeren Lebensformen. Es geschieht sogar recht häufig, dass Kobolde Rudel von Wölfen anfallen oder Bären mit einem Troll kämpfen, der sich in ihre Höhle verirrt hat. Dieser Gegensatz wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass die Kriegsgeweihten hier eine Feste haben. In Sichtweite der mythischen Feindinstitution, die als Haus der Balladen bekannt ist. Und während der wenigen Bemühungen der beiden Gruppen meist recht freundschaftlich ablaufen, ist die Spannung zwischen dem Natürlichen und dem Unnatürlichen in Yolvan interessant zu beobachten. Das Gebiet selbst ist recht klein, was einige auf die Ausbreitung der magischeren Wälder zurückführen, verstärkt durch das von vielen beobachtete Anschwellen der Magie. Auffällig ist der plötzliche Abfall der Baumgrenze.
Es gibt viele Ruinen, ähnlich denen von Lorcarane, deren Herkunft jedoch ein Rätsel ist. Sie ähneln weder der Architektur der Feien, noch der Baukunst der Errati oder den Festungen in der Gegend. Sie bergen jedoch einige Geheimnisse, die von jenen ergründet werden können, die mutig genug sind, sie zu erforschen. Was lässt sich über Yolvan noch sagen? Diesen kleinen Schlag im Rhythmus des Waldes, diese Fußnote in den annalen Dalentats. Zu klein, um eine Herzensangelegenheit zu sein, zu groß, um ignoriert zu werden. Zu gewöhnlich, um große Neugier zu wecken, zu geheimnisvoll, um Langeweile hervorzurufen. Für viele ist Yolvan nur ein Weg, von einem magischen Wald in einen anderen zu reisen, doch für den aufgeschlosseneren Reisenden ist es selbst ein eigenständiges Ziel. Ah ja, gut. So, Schatten von Stein. Unsere Schicksale sind wie Schatten, die in der Morgensonne vor uns geworfen werden. Doch sie sind Schatten von Stein, denn sie können sich niemals ändern. Anaton. Windende Treppe, geschlagen in Stein, wie Schnitzereien im Knochen so fein. Ihr Geheimnis für immer geheim, doch geflüstert in Schatten von Stein. Uralte Worte, leise zu sagen, zu erwecken die Mächte, die tief unten lagen. Mächtige Siegel werden zerschlagen, im tiefen Schatten von Stein. Die Treppe hinab steigt leibliche Magd, mit geflochtenem Haar und weißem Kleid. Weithin die Trauer zu sehen, so weit, hinab in Schatten von Stein. Ist's wahr, oder war's vom Traum nur gebracht? Was sie gesehen in rastloser Nacht? Ärger steigt auf, wie Nebel vom Bach, steigt auf, wie Schatten von Stein. Zu bekämpfen jedoch findet sie nichts. Dunkelheit wird zu gleißendem Licht, schreckliche Weisheit erhellt ihr Gesicht, die Weisheit der Schatten von Stein. Sie irrt durch die Nadel, den Hafen, die Augen so leer, als würde sie schlafen. Sterbliche kann man schlimmer nicht strafen, als mit dem Wissen der Schatten von Stein. Ein frisch gebundenes, frisch geschriebenes Exemplar des geliebten Werkes. Ah ja, gut. Kommt weg. Kristallkrieg 1. Geschichte des Kristallkriegs, Band 1. Der Kriegsausbruch. Zweifellos begann der Krieg mit der Nacht von Feuer und Blut. Aus abgeschiedenen Warten in Melsentia und Rathia hatten manche den Aufstieg des wahnsinnigen Königs und seiner Tuatha Deon beobachtet, gewiss. Doch wer hätte zu jener Zeit geglaubt, dass sie so bald und mit solcher Gewalt angreifen würden? In der Nacht, in der Melsentia in die Hände des Feindes fiel, floss Blut in den Straßen. Feuer waren von den Anhöhen Rathiers aus zu sehen, jenseits des Wassers. Dies war die Nacht von Feuer und Blut, die das Volk der Alpha nie vergessen wird. Mit dem Morgengrauen fielen die Tuatha auf den Ebenen ein. Und so begannen fast 3 Jahre der ständigen Niederlage gegen einen Feind, auf den wir nicht vorbereitet waren. Denn wir, den wir nicht einmal gefürchtet hatten. Kapitel 2. Der Eratel-Feldzug. Der frühe Krieg hatte, heute bekannt als Eratel-Feldzug, riss tiefe Narben in die fruchtbaren Graslande und forderte unzählige Leben. Während die Truppen Rathiers verzweifelt versuchten, eine Armee zu versammeln, die dem Eindringling Einhalt gebieten konnte, hatte die Kunde auch den hohen Norden erreicht und Lyosalfa-Truppen stachen in See, um ihre Schwestern im Süden beizustehen. Zunächst glaubten Gelehrte, die Winterfeien würden enden und die Zahl der Tuatha sich langsam verringern, doch aus noch immer unbekannten Gründen trat dies nie ein, und die Strategie des Ausharrens, Abwehrens und Zurückfallens wurde als Krieg der Ebene bekannt. Erst spät im folgenden Jahr, als die Generäle Valaine und Oriator mit mehreren tausend gut bewaffneten Truppen aus Firiol eingetrafen, sollte sich unser Schicksal wenden. Die Schlacht auf der Galafor-Ebene war der erste entscheidende Kampf. Valaine führte die Tuatha geschickt nach Galafor, wo Oriators geteilte Truppen von den umliegenden Hügeln Angriffe auf sie niederhageln ließen und sie so zurückdrängten. Das Manöver wurde als Lanze bekannt. Obwohl in dieser gewaltigen Schlacht viele ihr Leben ließen, waren die Tuatha zum ersten Mal unterlegen und zum Rückzug gezwungen. Die Schlacht endet mit dem heutigen Tag und mit dem Licht flohen auch die Tuatha. Als der Morgen anbrach, hatten sie sich schon wieder versammelt und marschierten voll feuriger Rachegelüste in ihrem heutig berüchtigten Dämmermarsch. Doch trotz des raschen Gegenangriffs des Feindes waren Valaine und Oriator bereit, ihm zu begegnen. Die Alpha-Armee hielt dem Angriff stand. Das Blatt hatte sich wahrlich gewendet. Kapitel 3. Über die Forian-Enge. Die 2 Jahre, die auf die Schlacht auf der Galafor-Ebene folgten, gingen als Krieg der Paraden in die Geschichte ein. In einer Folge von kurzem, aber heftigen Gefechten griff eine Armee die andere an. Unser erster Sieg war Valaines Gambit. Während Oriator mit 2/3 des stehenden Heeres die Sicherheit der Städte Rathia und Lyosavik gewährleisten wollte, führte Valaine die Tuatha-Vorhut in Kreisen durch Kandrian und unter Tyvili. Schließlich, nachdem er sie schwindlig gemacht hatte, fiel er auf 3 der Tuatha-Hexenritter herab, richtete sie und stürzte den Feind vorübergehend ins Chaos.
Unglücklicherweise folgte auf dieses geniale Manöver rasch ein Rückschlag, als Tanz von Akatan bekannt. Dichter Nebel trennte das Heer und führte einen Teil in die Sümpfe von Akatan. Schließlich, nach Monaten solcher Paraden, vereinten Oriator und Valaine sich wieder und griffen die Tuatha-Armee frontal an. Sie trieben sich in Oriators Wehr oder der Schlacht an der Tyvili-Klippen zurück nach in Uriatos Wehr oder der Schlacht an den Tyvili-Klippen zurück nach Tyvili. Endlich waren sie wieder siegreich. Von allen Seiten eingeschlossen waren die Tuatha gezwungen, nach Osten zu fliehen, über die Forian-Enge und zurück nach Chlurikon. In Rathier wurde dies rasch als der Tag der Weißen Schwäne bekannt. Kapitel 4. Von Chlurikon bis zur Belagerung. Was wir nach einigen Jahren des Krieges von den Tuatha gelernt haben, war eine eindeutige Lektion. Wenn sie unverfolgt aus den Eratel-Ebenen fliehen könnten, würden sie zurückkehren mit erneuerter Gewalt, buchstäblich wiedergeboren, und nur noch entschlossener angreifen. Nach dem Tod von Oriato und der Schlacht an der Tyvili-Klippe wurde General Malvin zu seinem Nachfolger auserkoren. Lizzie ist wach und tapert hier gerade rein. Klug wie immer landet Valaine mit dem Großteil der Truppen an der Kaelet-Küste und überraschte die Tuatha, die mit einer Landung in Messenger gerechnet hatten. Valaine wurde gegen Ende der Schlacht allerdings von einem Pfeil im Bein getroffen und übertrug den Befehl seiner Stellvertreterin, unserer Tilera. Auf diese Zeit folgte eine Reihe von Niederlagen, ohne beinahe Niederlagen gegen die Tuatha, die auf heimischem Terrain kämpften. Diese Niederlagen wurden als die Schlacht des Taumels bekannt. Endlich führten die Alpha-Truppen ein Manöver aus, Malvins Rache, das die Tuatha aus dem Wald der Klagen und zurück nach Kaelet drängte. Zu dieser Zeit bewies Tilera zum ersten Mal ihren Scharfsinn als Generälin. Die Tuatha fielen immer weiter zurück, fast bis Alabastra. Der Sieg schien sicher zu sein. Doch dann geschah das Unerwartete. Die Tuatha entdeckten Balor, einen großen Iskaru von monströsen Ausmaßen, und die Alpha-Truppen wurden zerstreut. Machtlos gegen eine solche Waffe etwas auszurichten, waren wir gezwungen, uns in die Sicherheit von Melsenshir zurückzuziehen, wo wir bis heute sind. Belagert. Genau. Das war der Kristallkrieg, das waren die Schatten von Stein, das war Yolvan. Wir haben ganz viel Plunder hier drin. Ach ja, Abenteuer 2 und Compendium 14 hatte ich doppelt, deswegen sind die auch noch drin. Das zerstören wir alles. Das Inventar ist geleert. Wir haben schöne Geschichten gelesen. Und damit, ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch überhaupt interessiert hat und jetzt nach der zweiten Folge auch noch hinten dran sich die Geschichte angehört hat. Aber wie gesagt, hoffentlich interessiert euch das ein bisschen, wenn ich hier euch in die Lore einführe mit den ganzen Büchern. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann in die Unterschächte gehen. Bis dahin, tschüss!